On. Alter! Oh, es ist eklig! Ich will das nicht! Lass das! Das Schreckgespenst! Was? Ah ja, ich soll es ja nicht angucken, ne? Don't stare at him. Oder don't, ja. Wir müssen das Geschenk, glaube ich, finden, ne? Kann das sein? Können wir springen? Nee. Das sieht alles so gleich aus. Wo muss ich denn hin? Alter, ich kündige. Alter, ich... Da ist es. Wie komme ich da hin? Da ist eine Tür. Okay, ich muss irgendwie... Blue Gift. Pick up. Lass mich raten, jetzt kommt der Flur mit den Kerzen. Oh, doch, du willst es. Oh, ich will das nicht. Ich will das ganz und gar nicht gerade. Ich habe mich gerade spontan entschieden, was anderes gleich zu spielen. Was Beruhigenderes. Marauders oder so. Oder keine Ahnung, oder Phantom Abyss. Irgendwie sowas werde ich gleich noch zum Abschluss spielen. Definitiv. Hello? Which candle it's the right thing to do? Boah, das sieht aber, ich muss sagen, das sieht verdammt cool aus, ne? Alter Schwede. Also die Horror-Games, die jetzt sehen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh und glücklich, in so einer Zeit zu leben, mit solchen Spieleentwicklungen zu sehen, also wie die Spiele so werden und Hammer, was uns da noch erwartet. Ich bin so mega gespannt drauf, was alles noch kommt. Das... Und gleichzeitig habe ich Schiss. Weil Horrorgames... Warum muss es immer Horrorgames sein? Hör auf, die Kerzen auszupusten. Bist du bekloppt? Ich hoffe, ich gehe den richtigen Weg zurück. Das war der Eingang, oder? Nein? Ja? Ja! Haha, fick dich! Hier, fick dich! Ich hab das blaue Paket. Geschenk. Irgendwas ist anders. Aber wo muss das Geschenk jetzt hin? Habe ich das im Inventar? Jo, oh nein. Oh nein, ich muss... Oh nein. Oh fuck. Ah, jetzt habe ich Fenster zum Lüften aufgemacht und schon ist hier eine Mücke drin oder so. Oh, fick die Henne. Mist. Ach, leck mich doch am Arsch. Die ist verdammt riesig gewesen. Ach, ich muss die gleich kaputt machen. Scheiße. Okay, wir haben das Blue Gift, aber wohin? Oh, warte mal. Bestimmt zum Help Me Mann, oder? Ah, wo war der? War der hier lang? Was ist diese scheiß Mücke? Gott, ich habe jetzt mehr Respekt vor der Mücke als sie vor allem anderen. Die war verdammt riesig, als würde die schon irgendwo, keine Ahnung, 3 Meter Blut gesaugt haben. Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Hier war der Held Me, glaube ich, ne? Kommt der Gegner gleich, schneide den Mittelfinger ab. War das hier? Nee, oder? Nee, hier war. Hä, warte mal, wo war denn das nochmal? Ah, wir müssen ja nach unten, genau, so. Ich werde dich finden, Mücke. Warte ab.
habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer hier bei dem. Ach, wo müssen wir das Paket hinbringen, frage ich mich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Wieso ist es hier so still? Wieso bin ich hier allein unterwegs? Jetzt fühle ich gerade Outlast. Ich würde gerne mit mehreren unterwegs sein hier. Das ist bestimmt ganz toll. Ernsthaft? Mach die Lampe an. Ach, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die Mücke ist jetzt irgendwo hier bei mir am Sitzen. Wo kommt denn dieses Geschenk hin, sag mal? Haben wir irgendwo einen Platz gehabt, wo wir das hinstellen können? Oder muss ich das untersuchen vielleicht? Boah, Alter, das ist dreckig. Boah, Alter, das ist siffig. Inspekt. Ja, von der Mücke werde ich ausgesaugt, hängt dann hier nur noch so ab, so. Oh. Der Fernseher ist weg, oder? Oder ist das... Ah, nee, der Fernseher ist hier, ne? Oh, ich dachte schon. Alter, ich hab schon so... Oh Gott. Aber warte mal. Ich guck mal, ob hier noch was anderes jetzt auf dem Band gibt. Aber wir haben ja eigentlich alles, ne? Ja, doch, okay. Das haben wir. Das haben wir auch. Das auch. Da waren wir schon gewesen. Da haben wir das Geschenk gefunden. Das ist da unten, genau. Ach, die Tür müssen wir noch finden. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Das Geschenk haben wir, ja. Wahrscheinlich müssen wir das Geschenk da in zu dieser Tür bringen, oder? Da, weil die Tür, die wissen wir noch nicht, wo diese ist. Da müssen wir noch mal gucken. Ich habe halt null Ahnung, wo das sein kann. Wir waren ja, glaube ich, schon so weit fast überall, oder? Bis auf das mit den vielen Türen, ne? Da müssen wir vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht ist es da irgendwo. Ist das hier? Mit den verschiedenen Türen? War das hier gewesen? Ja, hier war das, glaube ich, ne? Oh, Mann. Oh, Mann. Probier alles mal aus jetzt hier. Hallo? Entschuldigung. Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich... Erinnert mich ein bisschen an die alte mit dem Cuttermesser von Home Sweet Home. Oh, da muss ich auch unbedingt nochmal den... Oder was heißt nochmal? Aber da muss ich unbedingt mal den zweiten Teil von spielen. Wisst ihr noch, die alte mit dem Cuttermesser von Home Sweet Home? Oh Gott, das war auch so furchtbar. Ich weiß gar nicht, wie der zweite Teil so ist. Oder müssen wir das hier hinbringen, das Paket? Ich guck mal. Renn mal. War hier eigentlich irgendwas? Abgesehen davon, dass eine Lampe nicht funktioniert und dass hier Schutt liegt. Nö. Okay. Ja. Ganz toll. Tipp, tap, tipp, tap. Tatap, titap, titap. So, noch einmal hier checken. Hier ist nix, nix. Und hier ist auch nix. Und hier ist auch nix. Okay. Da ist die Tür mit dem Smiley. Aber die haben wir schon geöffnet. Das ist hier. Oder müssen wir das Geschenk hier hinlegen?
Ich bin ein bisschen überfragt. Aber warte mal. Hier auf dem Bild sieht das so aus, als würde die das Geschenk zwischen den Treppen liegen irgendwo. Da haben wir es gefunden, ne? Mit den Kerzen, genau. Und da ist das Geschenk irgendwie zwischen der Treppe am liegen. Vielleicht müssen wir das zwischen den Treppen irgendwo hinlegen. New Film. Den drehen wir gerade wahrscheinlich, den neuen Film. Wo war das mit den Treppen? Hier war das, glaube ich, ne? Hier lang. Was passiert eigentlich, wenn ich da anfasse? Ach, gar nichts. Okay, ich dachte es. Jetzt sterbe ich oder so. So, kann ich das hier ablegen? Nein. Eine Schatulle mit nichts. Oh Gott, es ist einfach viel zu lange schon ruhig gewesen. Viel, viel zu lange ist es schon ruhig gewesen, dass nichts passiert ist. Ui, das ist noch ein Zettel. Your dream is falling. Your unreadable falling. Your dream is falling. Your dream is falling. Pick up. Ist hier sonst noch was zum Einsammeln? Nö. Da drüben können wir oben auch nochmal gucken gehen, wenn ich weiß, wie wir da nochmal hinkommen. Oder sind die Bilder nicht richtig? Nee, ne? Das kann ja nicht sein eigentlich. Die haben wir ja eigentlich richtig einsortiert. Weil den Weg mit den Candles hatten wir auch noch nicht, ne? Ja, ist doch gut. Beruhig dich. So, wie kamen wir denn jetzt nochmal nach da oben? Da frag mich jetzt mal. Wo ging es denn jetzt nochmal hier hin? Hier ging es nach unten. Ah, so, okay, alles klar. Oder müssen wir da nochmal irgendwo hin? Aber wir haben ja das Geschenk. Es ging ja, glaube ich, nur um das Geschenk zu holen, ne? Wie kamen wir denn da hinten nochmal nach oben? Oben. Ah, hier, glaube ich. Kehr Mücke, hau ab. Ich weiß, dass du irgendwo hier sitzt. Kindlein, ich habe dein Geschenk. Hör auf, mit dem Ding zu spielen, mit dem Laken. Und komm her, ich habe ein Geschenk für dich. Du kannst doch direkt mitnehmen. Tja, ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hin muss. Sollen wir echt nochmal in den Keller gehen? Vielleicht müssen wir auch da irgendwo den Dings finden, den Weg finden. Also diese Tür mit den Ketten. Das könnte natürlich gut sein, ne? Da fällt ein bisschen Geröll. Geröll, Geröll. Barney Geröllheimer. So. Es ging hier lang. Ich bin jetzt bekloppt und gehe nochmal dahin, wo steht, you shouldn't go there. You shouldn't go down there. Ja. Ja, Tag. Hehe. Ich hab... Eine Mutprobe war das für mich. Ich habe es einfach nur mal ausprobiert. War eine Mutprobe.
So. Okay. Die Frage ist halt, gibt es hier noch andere Wege? Hier anscheinend nicht. Gott, wie riesig das einfach hier ist, ne? Haben wir von hier? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott, ich hab so... Oh nein, ich hab so Paranormal Activity Vibes. Oh, ich weiß nicht, welcher Teil das war. 4 oder so? Oh Gott, wo der in der Küche das Laken steht und einfach wegfällt. Alter, ich kündige. Ich bin immer noch der Meinung, dass Paranormal Activity eines der furchtbarsten Filme ist, was Horror angeht. Dieses ständige Brummeln immer, wenn die Nacht ist. Wenn Dings kommt. Wie heißt der denn nochmal, der Geist? Der auf die Brille scheißt. Tobi. Genau, Tobi. Was ist das denn hier? Achso. Oh, da war das also furchtbar. Toll kannst du das, Geist. Das ist ganz großartig. Kannst du mir den Trick zeigen mit dem Laken? Ich würde das auch gern können. Okay, hier geht's gar nicht lang. Nee, ich glaube, hier unten war nur das Geschenk abholen und dann war es das auch. Glaube ich zumindest, weil sieht nicht so aus, als könnten wir hier noch woanders groß lang. Weil das hier war das ja am Liegen irgendwo. Ja, jetzt sind wir nämlich schon wieder auf dem Rückweg. Hier war auch Sackgasse. Ja. Okay. Das heißt, wir gehen mal zurück. Was ist das denn? Achso, ach, Kerzen. Oh, Alter, ich habe echt gedacht, da steht jetzt eine Figur. So, von hier aus sah das so echt so aus, wie eine Figur so die Hände so im Schoß haben, so. Und aber oben fehlte der Kopf. Oh Gott, Alter, ich habe so eine lebhafte Fantasie. Ich sollte aufhören, solche Spiele zu spielen. Oh Gott. Mach doch nicht sowas. Seit Daylight bin ich so geschädigt, ne? Mit dieser Oma damals bei Daylight, Alter. Die immer prozedural gespawnt ist. Oh, das war so furchtbar. Das erste Unreal Engine 4 Spiel. Ja, das war Daylight. Man mag es gar nicht glauben. Eine komplette Generation Unreal Engine habe ich mitbekommen. Unfassbar, ne? So, wo geht's denn jetzt hier raus? Habe ich mich jetzt komplett verlaufen? Ah, ne, hier ist der Ausgang. Okay, dann haben wir unten auch geguckt. Hier ist nichts. Ja, aber wo müssen wir denn dann hin? Sag mal. Okay. Ja. Ich bin etwas überfragt. Was? Waren wir das? Waren wir das gerade? Wo ist das Kinderzimmer? Ich fühle es schon schlimm, darüber zu reden, dass es ein Kinderzimmer ist. Jetzt gerade hier. Oder gibt es hier einen Platz, wo wir es hinbringen können? Nee, ne? Das Auto leuchtet immer noch hier, ne? Ja. The Death. Aber sind die Bilder richtig? Ich frage mich halt immer noch, ob die Bilder richtig sind, aber the choice.
Was? Alter, die Kette. Ich dachte schon. Oh, okay, so war richtig, tatsächlich. Left oder right? Ach, okay. Walk among strangers, I think I want to give you back. Ah, okay, das ist richtig. Oh Gott, nein. Wo ist denn jetzt was aufgegangen? Oh. Ja, die Eingangstür. Ab nach Hause. Ich komme. Und Team, mach schon mal das Essen fertig. Ich komme. Oh Gott. Wann ist das zu Ende? The choice. Left oder right? So, wir müssen uns entscheiden, links oder rechts. Wem geben wir das Paket? Und warum sind da 5 Striche? Haben wir das schon 5-mal durchlebt? Links oder rechts? Ihr könnt es gerne mal im Chat schreiben. Ich würd tatsächlich gerne einmal... Ich weiß halt nicht, welche Auswirkungen das hat, ne? Und vor allem, haben wir irgendwo was erkannt, was besser ist oder was schlechter ist auf den Bildern? Ach komm, scheiß drauf. Mein Bauchgefühl sagt links. Wollte eigentlich links lang. Oh, die Tür. Is this a joke? Help? Did I win? Is there an escape? What is... What... It a lie? Ist es eine Lüge? Only one way? Help me? Hä? Wieso wackelt die Kette? Disgustions. Choices? Choices? Help me? Choices. There was no choice. War es auch niemals. Es war niemals eine Wahl. There was no choice. Oh, wie echt das aussieht, ne? Wie im Film, Alter. Did you get it? Was? Was haben wir denn gekriegt? Ja, ich habe leichte optische Probleme, so ein leichtes Déjà-vu. Das erinnert mich gerade sehr stark an PT. Aber wir sind wieder zu Hause, ne? Hey! Unser Freund, das F4 ist wieder da. Was? Auf zu wehen. Hier ist das Kinderzimmer. Ah, wir sind wieder in der richtigen Welt, ne? Wieso sind wir nochmal in der anderen gekommen? Wegen dem Anruf? Wegen dem Anruf, ne? Da war alles ganz anders, ne? Ja, stimmt. Jetzt sind wir wieder zurück. Oh, kann ich jetzt mein Buch lesen, zu Ende lesen und... Ich will nicht. Könnt ihr selber runterladen übrigens, die Demo. Gibt's auf Steam. Ja, Luto nennt sich das Ganze. Oh, hier ist auch die Schatulle. Was ist das hier überhaupt für eine Tür? Ist das die Küche? Tür haben wir noch gar nicht gesehen gehabt. Alter, ich kündige. Ich hab genug von Laken. Gerade von Bettlaken habe ich genug. So, what are you going to do?
Weiß ich nicht. Have you made up your mind? I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay? Nein, komm nicht zu meinem Place, bitte. Don't come to my place, please. Bitte komm nicht to my place. If they shoot choices, are you sure you can make them? It's hard to make a choice if deep down you don't think it's going to matter. Because of course, you chose to be out there. Didn't you? Ich dachte, wir wären durch. Ich will nicht mehr spielen und nicht mehr choisen. Ich hab mich gut gechoist. Was? I want you. Thanks for playing. You can add Lutu to your wishlist now. Go to Steam, exit to main menu, exit to desktop. Ja, meine Freunde. Das war Luto. Und ich muss sagen, Broken Bird Games, Grüße gehen raus. Holy fucking shit. There's no saving this version. Okay, wir müssen einmal durchziehen, das haben wir ja gemacht.